Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star, nachdem wir das letzte Mal den Weg zu Welt 1.5 geöffnet haben. Sind wir jetzt in dieser Welt und haben dort in der letzten Folge eine kleine Kettenreaktion ausgelöst, kann man so sagen. Und gar nicht mal so klug versteckt. Vielleicht doch klüger als erwartet. Komm ich da? Aha, wow, das war strange, aber na gut. Jedenfalls haben wir eine kleine Kettenreaktion ausgelöst. Kommen aber damit zu einem ominösen Fenster, das ich haben möchte. Und hier komme ich erstmal nicht mehr zurück, weil ich dieses halbe Level einfach kaputt gemacht habe. Aber naja, macht ja nichts. Huch. Gehen wir einfach hier rüber. So. Das heißt, ich schaffe jetzt den ganzen Weg zu Nein, darf ich nicht. Röhre. Brr, brr, brr. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich da rauskommen werde. Ich habe da so ein Gefühl. Und diesmal muss ich nicht mal über irgendwelche Löcher springen. Hervorragend. Aha, genau. Sehr nice. Flop. Der Stopfen liegt da jetzt rum. Kann ich das als Dings benutzen? Nee, schade. Hätte man vielleicht einen Stopfensticker draus machen können oder sowas. Was auch immer der bringen würde. Keine Ahnung. Jedenfalls, Fenster. Komm her. Dankeschön. Oder ein weißes Tor, was auch immer. Das sah aus wie ein Fenster. Tut mir leid. I say. Oh, jetzt dürfen wir wieder an dem Lakitu vorbei, ne? Run, Mario, run! Okay. Alles gut. Alles hier im Griff! Oder auch nicht. Nehmen wir einen Wurf haben wir dafür. Whoop! Bonk! Sehr schön. Hurra! Ein Glitzer. Panzer. Na gut, nehmen wir noch einen Wurfhammer. Sheesh. Nervensäge. Stirb. Okay. Ich gehe jetzt einfach so. Keine Lust mehr. Irgendwie kriegt man den Lakitu bestimmt auch noch kaputt. Oder er haut wirklich einfach ab. Und ist einfach nur da, um zu nerven. Oh Gott, Toad, nein! Toad! No! Okay. Okay. Oh, ne. Okay. Flop. Flop. Sehr schön. Passt perfekt. Okay, retten wir erstmal Toad. Nice. Hey, danke, dass du mich gerettet hast. Ich dachte ja, in den Bergen wäre ich vor Bowser's Wunderfall sicher. Wer hätte gedacht, dass er bis hier oben randaliert? Ich bin der Verkäufer im Stickerladen hier im Kawumidu-Gebirge, ein Stück weit geradeaus von hier. Die neue Eröffnung folgt in Kürze. Schau doch mal vorbei. Oh, wie nett. Und er freut sich so sehr. Sehr schön. Schon eröffnet. Hervorragend. Kawumidu-Gebirge Stickerladen. Also gibt es verschiedene Stickerläden in verschiedenen Levels und so. Okay. Was hast du denn ein bisschen anzubieten? Willkommen, ich empfehle die wärmstens die Blumensticker, aber auch die Pilzsticker. Die sind nämlich total selten. Okay. Die sind so selten, dass ich sie auch in dem anderen Shop kaufen kann. Aber der verkauft Glitzersticker. Das ist natürlich sehr nice. Blöd nur, dass ich die Feuerblumen und Eisblumen nie benutze. Vielleicht sollte ich das mal tun, denn ich glaube, die sind gar nicht mal so verkehrt. Nehmen wir einfach mal ein paar mit. Wir haben es ja. So. Danke für deinen Besuch. Okay. Na dann können wir jetzt hier den Kometenstern-Sticker-Gedöns holen. Plopp. Nice. Na, das ging doch. Das war ein lustiges Level, muss ich sagen. Vor allem diese Kettenreaktion war einfach super. Oh Gott. Yes. Dürfte man unser Geld so ziemlich wieder haben. Okay, und damit ist jetzt der andere Weg zum Kastell auch geöffnet. Gut, gut. Soll ich jetzt einfach in die nimmerfeuchte Wüste gehen? Gehen wir halt einfach mal. Was sagst du denn dazu?
Muss denn bitte diese Wüste sein? Auf der anderen Seite vielleicht? Na, vielleicht. Wir werden sehen. Schauen wir doch mal. Was ist das denn? Hier kurios aus. Hey, Goomba! Es sind zwei Goombas, zwei normale, okay. Damit komme ich klar. Bonk, 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 bonk. So, dankeschön. Und habe ich noch einen normalen Sprung? Ich hätte vielleicht doch nochmal nach Stickershofen gehen sollen, zumindest normale Sticker kaufen sollen. Na wohl, na, ich glaube, ich komme klar. Ich glaube, man kommt klar. Da kriegen wir Hüpfpushen, na bitte. Oh, ich verstehe. Ich glaube, ich habe keinen Stachelhelm. Fuck. Das ist ja blöd. Ich glaube, ich habe keinen Stachelhelm mehr. Nee, aber vielleicht kann ich den in Stickershofen sogar kaufen, jetzt, wo ich ihn einmal hatte. Also, was brauche ich hier? Zwei Pilze, ein Sprungsticker, ein Hammer, eine Blume und den Helm. Okay. Na, von mir aus. Schauen wir doch mal. Was? Nein, ich leg doch keine Pause ein. Pause. Pause. Du brauchst eine Pause. Ich brauche keine Pause. Okay, Stickerladen, bitte mach mich glücklich. Dankeschön. Na gut, also. Ups. Nehmen wir noch ein paar von euch mit. Okay. Das sollte ja jetzt reichen. Wird man die Sticker sortieren. So, wie sieht's denn da jetzt aus? Ich habe genug Platz für ein paar Special-Sticker. Genau das habe ich mir gerade erhofft. Und deshalb nehmen wir ein paar mit eben. Ist da drüben irgendwas Neues? Vielleicht? Oh. Klar. Klar höre ich dir zu. Du sagst, du willst Dinge. Das ist gut. Ich habe nämlich welche. Such dir was aus. Aha, hier kann ich mir jederzeit Dinge kaufen. Sehr hervorragend. Die sind ziemlich teuer, aber ich kann mir sie kaufen. Man sieht sich. Okay. So. Wir werfen unser Ding. Hooray! Trompete! Dankeschön. Oh, das ist sogar sehr, ganz klein. Wasserhahn. Flop. Nice. Dann ist der Spaß jetzt vorbei. Okay. Man sieht sich da. Okay. Na gut. Okay. Dann können wir jetzt vielleicht in die Wüste, hä? Sollte ja machbar sein jetzt. So viele Sticker, meine Herren. Okay. Lass mich in die Wüste. Nehmen wir den nochmal mit. Flop. Dankeschön. Natürlich immer noch die Blumen umdrehen, ist wichtig. Okay, na dann. Papyrisieren. Okay, dann wollen wir doch mal. Also. Sprung. Wipp. Dups. Dups. Natürlich noch mehr aufkleben. Ich bin noch lange nicht fertig. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Nein, ich. Menü, bitte. So. Ein Hammer. Flups. Flups. Zum Glück habe ich vorhin erst Pilze gekauft, Mensch. In weiser Voraussicht. Zwar nicht wirklich für diesen Zweck, aber na gut. Weiß nicht, ob man da sogar Giftpilze aufkleben kann, aber ich möchte es jetzt mal nicht probieren. Dann muss ich das alles nochmal machen. So, ja, bitte. Flop. 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 Okay. Dann nehmen wir eine Feuerblume. So. So. Hervorragend. Ich, gar nicht lästig oder so gerade. Und so. Na bitte.
Was? Ach so, da muss ein Giftpilz drauf. Weißt du, Mario, wenn ich diese zwei Pilzbilder so miteinander vergleiche, sehen die Gesichter nicht unterschiedlich aus? Sehen die Gesichter nicht unterschiedlich aus? Der eine hier sieht doch ein bisschen böse aus, meinst du nicht? Wahrscheinlich bilde ich mir den bösen Teil nur ein, aber selbst Pilze haben wohl ihre Schattenseiten, oder? Ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Ist aber auch wirklich schwer zu sehen. Dann haben wir jetzt einfach einen durchaus brauchbaren Pilz einfach verschwendet quasi. Na gut. Hurray! Oh. Krieg ich meine Sticker bitte wieder? Nein? Na gut. Tschüss, Sticker! War schön mit euch. So, sortieren wir eben nochmal durch. Na gut, was auch immer. Aha. Immerhin habe ich den wiederbekommen. Dankeschön. Blöde Flap-Flaps. Der wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Der glitzert aber schön. Ich würde sagen, jetzt einfach hüpfpushen. Bonk, 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 bonk. Na, funktioniert hervorragend. Schwierig abzuwehren sind sie auch nicht. Und nochmal. Bonk, 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 bonk. Dankeschön. Da ist doch wieder irgendwo... Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Oh, Moment, da geht's durch. Aha! Gut versteckt. Ändert nichts dran, dass ich da aktuell nicht drankomme. Lass mich in Ruhe. Da unten ist auch noch was. Sehe ich ganz genau. Ich weiß noch nicht, wie ich rankomme gerade. Nein, nicht abziehen. Ah, Moment, ich sehe, wie ich rankomme. Wow, hallo. Sheesh. Mach mal halblang. So. Einmal geplättet. Schön geblockt, sehr schön. Und der zweite wird auch noch platt gemacht. Immer wieder hüpfpushen dafür. Bonk, 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 bonk. Na bitte. So, da rein. Aha. Glitzersprung. Komme ich jetzt da ran? Oh, nice. Dankeschön. Abgenutzt. Normaler Sprung. Hüpfpushen. Ist in Ordnung. Von mir aus. Okay, raus hier. Die Fledermäuse werden mir zu blöd. Was bist du denn für einer? Was? Das ist ein Gegner? Sombrero Guy! Okay, Sombrero Guy. Ist in Ordnung. Machen wir dich platt. So. Das war ein Gegner. Warum? bringt aber 4 Monetos. Tun die weh, wenn ich dagegen laufe? Nee. Aber ich kann wieder dagegen schlagen, wie gegen die Bäume. Aber nur einmal, na gut. Das ist, denke ich, verkraftbar. Donk. Nice. Da war wieder ein Sombrero-Guy. Ich hab's genau gesehen. 33. Yeses! Okay. Jetzt möchte ich mal die Trompete ausprobieren. Trompetos! Ach, schön. Hat für Sombrero Guy nicht gereicht und ist einfach abgehauen. Wow! So ein Weichkeks. Was zur Hölle? Na gut. Coole Musik hier übrigens. Ich glaube, der kommt einfach immer mit, wenn irgendwie ein Kampf oder sowas läuft. Der ist nämlich vorhin einfach angerannt gekommen. Komm her. Machen wir ihn fertig mit einem normalen Sprung. Sollte reichen.
Oder auch nicht, okay? Nein! Mann! So, nochmal! Ich kenn da nix. Nimm halt Hüpfpuschen. Ich hab keine Hüpfpuschen. Ich hab einen Glitzersprung. Go! So! Okay. Da hinten ist eine Yoshi-Sphinx. Okay. Von mir aus. Nein, Toad! No! Ah, her damit. Da wäre jetzt ein Seriensprung super. Ich sehe dich ganz genau da hinten, Sombrero. Guy. So. Komm her. Wir haben beim letzten Mal schon gereicht. Bevor der hier noch irgendwie Stress macht. Was war das denn? Großer One-Up-Pilz. Aha. Oh, ich habe eine Ahnung. Unser liebster Kumpel Mario ist wieder am Start. Jetzt also diesem Toad in Not beistehen? Wie herzallerliebst. Kein Wunder, dass du so beliebt bist. Du bist einfach immer so lieb und nett. Aber sag mal, Herr Lieb und Nett, kannst du es auch mit fünf von uns aufnehmen? Wohl kaum. Warum sollst du dich auf einen Kampf einlassen, den du nur verlieren kannst? Ich mache dir einen Vorschlag. Für 25 Münzen drück mir ein Auge zu. Na, wer glückt das für dich? Kannst du vergessen. Nett, berühmt und auch noch mutig. Schnappt ihn euch! Grrrr! Okay. Sehr gut. Womit die fünf Todesgumbas hier nicht rechnen. Ah, das so, wir sind ein Haufen noch ein ganz normaler Paragumbas. Wie süß. Alles klar, Jungs, macht euch bereit. Okay. Huch. Ist ja lustig. Und was hältst du jetzt von uns? Ich schätze, wir sind im Augenblick etwa fünfmal so beliebt wie du. Das ergibt keinen Sinn. Fünffach Paragumba. Okay, hier, bitte, nehmt einen Wasserhahn. Und? Whee! Tschüss, Gumbas! Naja, mehr oder weniger. Wow, das kam schnell. Okay, aber kein Problem, denn ich glaube, ich habe noch einen Glitzersprung. Ich habe einen Glitzerwurfhammer. Probier was. Nice! Bonk! Sehr schön. Easy. Ach, kein Wunder, dass wir nicht beliebt sind. Okay. Du hast mich schon wieder gerettet, Mario. Das war ich, den du vorhin gerettet hast. Also, falls du mich nicht erkannt haben solltest. Nein, habe ich nicht. Ich hatte diese Sehnsucht in mir, die Pyramide und die Sphinx mit meinen eigenen Augen zu erblicken. Also bin ich voller Tatendrang auf in die Wüste. Aber die Dinge haben sich bald zum Schlechten gewendet. Ich blieb in all dem Sand hier am Eingang stecken. Selbst es bis hierher zu schaffen, war fürchterlich anstrengend. Wüstenreisen sind einfach nichts für mich, glaube ich. Wie auch immer, ich habe das hier für Notfälle mitgenommen, aber ich werde es wohl nicht brauchen. Du kannst es gerne haben. Glitzerpilz, okay. Dieser Ort ist der reinste Albtraum. Allein schon diese nerventötende Musik, die einfach nie aufhört. Und meinen Schuhen habe ich ganze Sandburg. Ich bin einfach nicht für die Wüste gemacht. Ich glaube, ich gehe lieber irgendwo hin, wo ich ein bisschen entspannen kann. Man sieht sich, Mario. Und die Musik ist doch ganz hübsch. Na gut. Sehen wir was? Nee. Okay. Gut. Oh. Ein Hochhammer. Hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Fällt mir gerade mal so auf. Hatten wir schon wirklich lange nicht mehr gehabt. Ah, was gibt's denn da unten noch? Ich wollte eigentlich nur zum Savepoint zurückgehen. Aber was haben wir denn hier? Noch ein Wurfhammer, okay. Nehme ich gerne mit. Der Glitzerwurfhammer hat mir eben gute Dienste geleistet. Sehr gute Dienste. Okay. Ihr könnt mich alle in Ruhe lassen. Dankeschön. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Das wollte ich nicht. Von meiner Seite aus hier. Das nächste Mal schauen wir uns weiter in der albtraumhaften Wüste um. Und, hoffe, das lässt mir dieses Wort gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.